Sonne, Traumstrände, türkisblaues Wasser und Menschen, die am Laptop sitzen. Du kennst bestimmt die Bilder auf Social Media von Menschen, die dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Digitale Nomaden. Hi, schön, dass du heute wieder da bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Janine und gemeinsam mit meinem Mann lebe ich jetzt seit einem Jahr als digitale Nomaden. Heute in dem Video möchte ich dir einfach meine ehrliche Meinung sagen, wie das Leben wirklich ist. Denn wie bei allen im Leben gibt es sowohl Vorteile als auch Nachteile. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den Vorteilen. Flexibilität und Freiheit. Einer der größten Vorteile des digitalen Nomadenlebensstils ist einfach die Flexibilität, die man hat. Als digitaler Nomade entscheidest du selbst, wann und wo du arbeiten möchtest. Du kannst dir deine Arbeitszeit frei einteilen und es ist ganz egal, ob du jetzt in der Früh dich gleich hinsetzt und arbeitest oder auch erst am Nachmittag. Vielleicht möchtest du in der Früh lieber erst dann Sport machen, dann ist das gar kein Problem. Und außerdem kannst du auch den Ort selbst bestimmen. Also es ist ganz egal, ob du jetzt in Bali sitzt oder auf Mallorca, ob du dich für ein cooles Café entscheidest oder doch lieber in einen Coworking Space gehen möchtest. Das Wichtige ist einfach nur, dass du Internetzugang hast. Und das ist wirklich richtig cool. Erhöhte Produktivität. Was ich an mir persönlich gemerkt habe, dass ich von unterwegs aus einfach viel produktiver bin. Ich kann mir da einfach meine perfekte Arbeitsbedingung schaffen, so wie es für mich gerade passt. Und dann bin ich viel konzentrierter bei der Arbeit. Also wenn ich zum Beispiel Lust habe, dann arbeite ich von einem schönen Café aus und es inspiriert mich dann auch immer sehr. Und ja, irgendwie kann ich mich dann auch besser konzentrieren. Und außerdem ist es total cool, wenn du weißt, du hast jetzt am Nachmittag einen Ausflug geplant, dann setzt du dich auch gleich in der Früh hin und gibst Gas, dass du deine Arbeit so schnell wie möglich erledigst. Und ja, also ich habe für mich festgestellt, dass ich produktiver bin. Gute Work-Life-Balance. Ja, wenn man auf Reisen ist, hat man definitiv eine bessere Work-Life-Balance. Also es gibt ja immer so viele unterschiedliche Sachen zu entdecken und das machst du ja dann natürlich auch. Du nimmst dir dann auch ab und zu Zeit, weil du ja nur für eine gewisse Zeit an dem Ort bist und du möchtest dann auch wirklich schöne Sachen entdecken. Sei es jetzt, ob du nach der Arbeit direkt an den Strand gehst, was persönlich für mich sehr, sehr, sehr cool ist. Oder ob du jetzt in der Stadt irgendwas Neues erkundest. Es gibt immer ganz viele tolle Möglichkeiten nach der Arbeit. Das finde ich persönlich viel cooler als zu Hause. Viele Abenteuer, kulturelle Erfahrungen und tolle Menschen. Wenn du auf Reisen bist, erlebst du einfach ganz, ganz viele tolle Abenteuer und einfach die unterschiedlichsten Dinge. Du lernst ganz viele verschiedene Kulturen und tolle Menschen kennen. Und ja, es wird einfach nie langweilig. Also ganz egal, ob du jetzt in Bali bist oder in Spanien, in Portugal oder vielleicht auch in den skandinavischen Ländern. Jedes Land hat einfach so unglaublich viel zu bieten und die Menschen sind überall so unterschiedlich. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Und wenn man auch eine längere Zeit an einem Ort ist, dann kann man den auch ganz anders erleben, als wenn man jetzt wie normalerweise immer nur so für 10 Tage oder 2 Wochen im Urlaub dort ist. Also du lebst dann richtig dort und ja, tauchst einfach nochmal ganz anders in das Land und in die Kultur ein. Dabei triffst du auch viele ganz, ganz tolle Menschen, die häufig auch die gleichen Werte wie du teilen. Es ist einfach wirklich wunderschön. Also ganz egal, aus welchem Land die Leute kommen, die auch als digitale Nomaden leben, du hast einfach gleich so einen gemeinsamen Nenner. Du bist gleich connected irgendwie. Du führst auch sofort sehr tiefgründige Gespräche. Also das ist wirklich wunderschön. Persönliches Wachstum. Ja, wenn du auf Reisen bist, dann wächst du einfach immer, immer wieder über dich selbst hinaus. Also es fängt ja schon mal dabei an, dass du zuerst sehr, sehr mutig sein musst, damit du dich überhaupt für diesen Lebensstil entscheidest und dann dich auch traust, wirklich mal was Neues auszuprobieren, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Du bist auf Reisen einfach immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert und lernst wahnsinnig viel über dich selbst und deine eigenen Bedürfnisse. Irgendwann weißt du, was dir als Mensch wichtig ist und was vielleicht nicht so. Außerdem wirst du als Mensch viel offener, hast viel weniger Vorurteile und bist auch unendlich dankbar. Wenn du siehst, wie die Einheimischen teilweise leben müssen, dann bist du einfach so dankbar, dass du in Deutschland oder in der westlichen Welt aufwachsen durftest. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, hast du einfach so unglaublich viele Möglichkeiten und dir wird das Leben wirklich so vereinfacht. Aber das wird dir so richtig erst bewusst, wenn du wirklich mal in die Welt hinausgehst. Und die ganzen Erfahrungen, die du
sammelst auf Reisen, die kann dir einfach kein Mensch mehr nehmen. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Gut, aber überall, wo es auch Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Deswegen würde ich sagen, legen wir mit den Nachteilen los. Reisemüdigkeit und Organisation. Wenn du einfach zu schnell reist und zu schnell deinen Ort wechselst, dann kann das auf Dauer wirklich ganz schön anstrengend sein. Du musst ja immer alles neu planen. Du musst dir neue Unterkünfte suchen. Du musst dir überlegen, wie komme ich von A nach B. Du musst Flüge buchen. Also die ganzen Sachen. Außerdem musst du dich vor Ort ja immer neu orientieren. Da geht es dann wirklich um so einfache Fragen wie, wo gehe ich einkaufen? Wo ist vielleicht das nächste Fitnessstudio? Wo kann ich meine Sachen waschen, falls ich keine Waschmaschine in der Wohnung habe oder in der Unterkunft? Ja, da geht es dann wirklich um so Basic-Fragen und je schneller du eben den Ort wechselst, umso anstrengender wird es auch auf Dauer. Du kannst dann ja auch nie richtig ankommen. Außerdem ist es schwer, eine Routine zu finden oder vielleicht sogar in der Routine zu bleiben. Also das ist dann unmöglich, wenn du so schnell den Ort wechselst. Zeitverschiebung. Es kommt natürlich ganz drauf an, in welchem Land du bist. Wenn du jetzt aber nach Bali oder nach Thailand gehen möchtest, dann musst du dir darüber bewusst sein, dass es dort eine Zeitverschiebung gibt. Also das heißt, wenn in Deutschland zum Beispiel 12 Uhr mittags ist, dann ist in Bali und in Thailand schon 18 Uhr am Abend. Und das musst du auf jeden Fall bedenken. Das kann dann manchmal nervig sein, wenn du zum Beispiel nach deutscher Zeit mittags ein Meeting hast und dann sitzt du halt am Abend noch an deiner Arbeit. Aber gut, das kann man ja einfach einplanen und man kann sich die Arbeitszeit ja selbst einteilen, also ist es meistens auch kein Problem. Aber man muss sich dessen bewusst sein. Kein eigenes Zuhause. Was definitiv auch ein weiterer Nachteil sein kann, dass du kein eigenes Zuhause mehr hast. Du hast nicht mehr so viel eigene Sachen, außer die Sachen, die du bei dir hast, in deinen Koffern. Also du hast jetzt keine eigenen Möbel mehr, keine eigenen vier Wände. Und ja, du hast einfach keinen Rückzugsort, an dem du immer wieder zurückkehren kannst und einfach mal Energie tanken kannst. Und es kann natürlich auch sehr befreiend sein, wenn du viel weniger Sachen hast. Also das habe ich bei mir gemerkt, man braucht einfach nicht so viele Klamotten, man braucht einfach nicht so viele Dinge und man ist trotzdem glücklich. Auf Dauer kann es natürlich auch anstrengend sein, wenn du jetzt mit deinem Partner beispielsweise immer nur in Hotelzimmern lebst, dann lebst du immer nur auf einem begrenzten Raum zusammen. Für uns haben wir herausgefunden, dass es besser ist, wenn wir uns bei Airbnb größere Wohnungen mieten, dass wir einfach mehr Platz haben. Freunde und Familie. Der letzte Nachteil ist definitiv, dass die Familie und die Freunde so weit weg sind, wenn man selbst auf Reisen ist. Also da kannst du einfach nicht mal am nächsten Tag klingeln und sagen, hey, lass uns was machen. Und das ist definitiv ein Nachteil. Und gerade wenn du mehrere Monate unterwegs bist, dann hast du natürlich auch manchmal ein bisschen Heimweh. Aber man kann ja die Familie auch immer in gewissen Abständen besuchen und viel telefonieren. Aber das ist definitiv ein Nachteil, dass Familie und Freunde einfach so weit weg sind. Wie du siehst, überall wo Sonne ist, ist auch Schatten. Man muss einfach selber herausfinden, ob der Lebensstil zu einem passt. Man kann es ja vielleicht auch mal für eine kurze Zeit ausprobieren, ohne alles zu kündigen. Vielleicht kann man sich mal 4 Wochen Urlaub nehmen und dann mal losziehen und einfach mal gucken, ja, wie fühlt sich das an? Vielleicht ist das was für mich, vielleicht auch nicht. Und ja, einfach mal ausprobieren. Sonst kann man es einfach nicht wissen. Uns ist es momentan definitiv der beste Lebensstil. Wir lieben einfach diese Flexibilität und dadurch, dass wir zu zweit reisen, sind wir eben auch nie einsam und wir lieben es einfach, so viel Zeit zusammen zu verbringen. Aber das ist natürlich ganz individuell. Wir haben für uns aber auch gemerkt, dass wir nicht so schnell reisen wollen, sondern immer mindestens für einen Monat an einem Ort bleiben wollen, damit wir eben gut in unserer Routine bleiben können und noch genug Zeit haben für die Arbeit und eben auch, um alles in der Gegend zu erkunden. Natürlich können sich die Bedürfnisse mit der Zeit auch wieder ändern, ganz klar, aber dann kann man sich ja immer wieder eine Wohnung suchen. Also wir können uns auch für die Zukunft vorstellen, vielleicht an mehreren Orten eine Base zu haben und ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Wir sind momentan auf jeden Fall super happy und würden es nicht anders haben wollen. Das war's jetzt mit meinem Einblick in das Leben als digitale Nomaden und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!